Frau Dr. Kai, Sie haben heute den Nönn Leopold in der Kategorie Wissenschaft bekommen. Was bedeutet denn dieser Preis für Sie? Eine große Freude, eine große Ehre, eine große Auszeichnung, nicht nur für mich als Person, sondern für die Arbeit, die unser Institut leistet, das Institut für jüdische Geschichte Österreichs, wo wir hoffen, dass wir unsere Themen an eine breitere Menge von Menschen bringen können über den wissenschaftlichen Bereich hinaus. Und so ein Preis hilft enorm und deswegen freut es mich ganz besonders. Gut, ein Anliegen von Ihnen ist es auch, Menschen, die mit der Wissenschaft nicht so viel zu tun haben, dieses Gebiet der Geschichte näher zu bringen. Was machen Sie denn dafür, dass das gelingt? Wir haben verschiedene Arten von Vermittlungsprojekten. Das fängt mit Schülern und Schülerinnen an. Das war einerseits im Rahmen von Programmen des Wissenschaftsministeriums. Andererseits haben wir ja die Möglichkeit, mit Hilfe der ehemaligen Synagoge, mit diesem ganz besonderen Standort, ganz fast schon mühelos Dinge zu vermitteln, wo man sonst ein ganzes Buch lesen müsste. Also da sind wir sehr privilegiert. Wichtig ist auch immer ins Gespräch zu kommen. Ich denke mir, gerade diese Geschichte, die jüdische Geschichte in diesem Land, ist den Menschen nahe, näher, als sie es vielleicht wahrhaben wollen. Und wenn man mit den Leuten zu sprechen beginnt, dann fällt fast jedem was ein. Also dann gibt es sofort eigentlich einen Beitrag, manchmal einen abwehrenden, und das ist auch ein Beitrag, und aber sehr viel Zustimmung, sehr viel Nachdenken. Also ich finde, gerade das Thema eignet sich hervorragend, um Menschen zu erreichen. Haben Sie noch Ziele, die Sie in Ihrer wissenschaftlichen Karriere noch erreichen wollen? Also in meiner wissenschaftlichen Karriere, jetzt ganz streng als Forscherin, ist jetzt nicht mehr so viel Zeit, weil ich mache jetzt sehr viel Vermittlung. Also ich mache Ausstellungen in Niederösterreich, in Wien auch. Eine große Aufgabe ist, die ehemalige Synagoge also bei der Adaptierung zu begleiten und die inhaltliche neue Ausrichtung voranzubringen. Ein Konzept ist schon geschrieben, aber es muss umgesetzt werden. Also das sind jetzt eher wissenschaftsvermittelnde Tätigkeiten. Ja.